Hallo und herzlich willkommen zu Appetizer TV, dem Screencast für Screencast-interessierte Leute. In der heutigen Ausgabe geht es um Switched Audiodateien, konvertiert Audiodateien. Relativ simpel aufgebaut das Programm. Man kann hier seine Audiodateien reinziehen. Hier wählt man sich das gewünschte Format aus. Es gibt relativ gängige Formate, zum Beispiel MP3 oder WAV oder hier AIFF, OGG und so weiter. Und das funktioniert relativ einfach. Ich habe hier mal was vorbereitet. Keine Angst, die Tracks sind legal erworben. Ich ziehe meinen Track rein per Drag and Drop, wähle den Output-Ordner, in diesem Fall Desktop, und klicke einfach auf Convert. Vorher wähle ich natürlich noch das Format aus. Sagen wir mal, ich will AIFF. Convert. Der Track ist ungefähr 3 Minuten lang und wie ihr seht, dauert es nicht mal 10 Sekunden und der Track ist konvertiert. Ihr könnt mir glauben, ohne Qualitätsverlust. Ich habe das mit meinen guten Kopfhörern ausprobiert, ob der Qualitätsverlust gibt. Es gibt aber keinen Qualitätsverlust. Und so leicht kann man die Tracks konvertieren. Man kann noch eine andere Möglichkeit ist, dass man statt jetzt einzelne Tracks hier reinzuziehen, komplette Ordner in das Programm zieht. Einfach auf Add Folder klicken und dann den gewünschten Ordner auswählen. Boom. Convert. So einfach geht das. Des Weiteren kann man noch hier auswählen, dass die konvertierten Dateien in den gleichen Ordner gelangen wie die originalen Tracks oder dass die gleiche Ordnerstruktur erstellt wird, also ein Ordner mit Audiodateien und da rein werden dann die neuen konvertierten Tracks geladen. Ja, es gibt noch so andere Einstellungen, wie zum Beispiel, er fragt dich dann hier halt so, was soll ich machen, wenn die Originaldatei genau den gleichen Namen hat wie die konvertierte Datei. Da kann ich sagen, einfach überschreib sie oder hör auf, brech ab. Aber das, da könnt ihr euch ja selber durchnavigieren, das sind leicht zu verstehende Befehle. Alles in allem ist es ein leichtes Programm. Kostet an sich nichts. Wenn man jedoch Pro-Formate wie zum Beispiel hier FLAC oder WAV oder keine Ahnung Formate nutzen, muss man dennoch $28 bezahlen. Ich denke nicht, dass das so teuer ist, das sind umgerechnet so 18 Euro oder so. Kann ich euch ja mal zeigen hier. Hier die Plus Edition Format-Konverter. Switch Sound Format Converter $28. Also es ist nicht so teuer. Hier ein paar Formate sind kostenlos, wie zum Beispiel AIF und MP3 und so, aber für FLAC und für WAV und so muss man halt einmalig das Geld bezahlen und dann werden alle Formate freigeschalten. Ist ein gutes Programm, lässt sich leicht bedienen, konvertiert schnell, löst eine Aufgabe. Ja, das war's von Switch. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bleibt cool.